Liebe Frau Professorin Becker, lieber Herr Professor Barner, liebe Rektorin Kriegelstein und liebe Frau Professorin Green. Ihnen, Frau Becker, als Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Ihnen, Herr Barner, als ehemaliger Präsident des Stifterverbands und Ihnen, Frau Green, als Vorsitzende der Jury, möchten wir, das gesamte Denkste-Team, herzlich für die überwältigende Ehrung mit dem Kommunikatorpreis danken. Unsere Freude über diese Auszeichnung lässt sich eigentlich nicht in Worte fassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Denkste, Eltern und Familien, ich möchte trotzdem die Sprache zurückgewinnen, denn wir wollen auch die vielen anderen Unterstützerinnen und Unterstützer mit Dank erwähnen, die an unser Projekt glaubten und glauben. Die ganze Kommunikatorpreis-Jury natürlich und das wundervolle Filmteam bei Sterntaucher. Und unsere Rektorin, Frau Steinbeck, und das gesamte Rektorat, als dessen Vertreter Sie, Herr Prorektor Marschall, heute hier sind. Da ist auch immer das immer hilfsbereite Dekanat der Philosophischen Fakultät und unsere lieben KollegInnen im Philosophieinstitut. Da ist das fabelhafte Team im Haus der Universität und der Stabsstellen Bürgeruniversität und Kommunikation. Ehrensenator Udo van Meteren und die großzügige Van Meteren Stiftung. Und da sind die vielen Studierenden, die an unseren Denkste-Seminaren teilnehmen und das Projekt unterstützen. An allererster Stelle aber denken wir an die Bürgerinnen und Bürger, die bei unseren Denkste-Veranstaltungen unsere Gäste sind und die mit ihren Beiträgen unsere Abende so bereichern. Im Namen des ganzen Teams möchte ich etwas ansprechen, das uns sehr wichtig ist. Wissenschaftskommunikation wird neben Forschung und Lehre heute als dritte Aufgabe der Universitäten von Politik und Gesellschaft zu Recht gefordert, aber mit wenigen Ausnahmen noch zu selten gefördert. Wir sollten zeigen, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit unserer Forschung wesentlich zum Wohl und zum Gelingen unseres Zusammenlebens beitragen. Dabei sollten wir es Laien ermöglichen, zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, wie sie argumentiert und experimentiert, welche Fort- und Rückschritte es gibt und geben kann und warum das so ist. Bürgerinnen und Bürger haben zudem ein Anrecht, über neue Entdeckungen und wissenschaftliche Erkenntnisse informiert zu werden. Allerdings brauchen gute Lehre, erfolgreiche Wissenschaft und eben bürgernahe Wissenschaftskommunikation mehr Zeit, mehr Geld und mehr Personal. Wissenschaftliches Personal vor allem, das sich keine Sorgen um den nächsten Arbeitsvertrag machen muss, sondern sich durch sichere Beschäftigungsverhältnisse der Lehre, der Forschung und ihrer Vermittlung widmen kann. Wir Denkstis sind alle WissenschaftskommunikatorInnen von ganzem Herzen. Aber nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind zu diesem Zweck die exzellenten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geworden, die sie sind. Nicht jedes ausgezeichnete Forschungsprojekt, nicht jede gute Lehre ist dazu prädestiniert. Manche herausragende Forschung und gute Lehre muss auch ausschließlich das sein dürfen, Forschung und Lehre. Schaffen wir also nicht den Zwang zur Wissenschaftskommunikation, sondern die Bedingung der Möglichkeit. Vielen Dank. Thank you.